Heute ein Video ohne viel Schnickschnack, ohne große Einleitung. Ein Video, das ich relativ spontan drehe, über das ich aber schon seit 2 oder 3 Tagen nachdenke. In der Ukraine ist Krieg, die Ukraine ist überfallen worden und nach meiner Meinung verteidigt die Ukraine nicht nur ihr Land, sondern zu einem gewissen Teil auch die Demokratie als solche gegen einen undemokratischen Aggressor. Das ist meine Meinung. Es ist auf meinem Kanal ein unübliches politisches Statement, aber das ist meine Überzeugung. Und ebenso ist es meine Überzeugung, dass man für Werte, die man als nicht verhandelbar gilt, auch eintreten muss. Und für mich gehört die Demokratie und eine freie Gesellschaft, eine freie Grundordnung dazu. Aus diesem Grunde habe ich mich entschieden, auch in Absprache mit meiner Frau, humanitäre Organisationen in der Ukraine zu unterstützen, und zwar über das sonst bei mir übliche Maß hinaus. Ich möchte für mich persönlich ein Zeichen setzen. Das ist keine Aufforderung an irgendjemanden, Gleiches zu tun, geschweige denn mein Handeln im Positiven oder im Negativen zu bewerten. Es ist meine Entscheidung, ich trage sie alleine und aus diesem Grunde werde ich 5 Uhren verkaufen. Meine Frau hat noch eine von ihren Uhren gespendet und den Erlös aus dem Verkauf werde ich komplett ohne Abzug an die Aktion Deutschland hilft überweisen, ein Zusammenschluss von 20 renommierten Hilfsorganisationen mit dem ganz klaren Fokus und der ganz klaren Maßgabe, dass das Geld ausschließlich für humanitäre Zwecke in der Ukraine zu verwenden ist. Aus diesem Grunde sind die Preise, die ich mir für die Uhren überlegt habe, auch nicht verhandelbar. Ich werde hier nicht wie auf dem Teppichmarkt feilschen. Ich glaube, dass die Preise für das, was ich hier zu bieten habe, fair sind. Aber für weniger möchte ich die Uhren auch nicht weggeben. Ich werde euch die Uhren jetzt vorstellen und falls ihr Interesse habt, findet ihr in der Videobeschreibung meine Kontaktdaten. Ich blende euch zu den Uhren auch von meiner Datenbank das Sheet mit den wesentlichen Daten ein. Und bei Interesse sprecht mich bitte an, wir werden uns ganz bestimmt einig, wie wir die Uhren versenden. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ihr die Versandkosten tragt, denn je weniger ich dann da von dem Verkaufspreis abziehen muss, umso mehr kann ich spenden. Wie gesagt, es sind insgesamt 5 Uhren. Ich zeige sie euch jetzt einmal und fange also komplett ohne großartige Reihenfolge an. Dafür muss ich kurz die Kamera umstellen. Ich habe hier als erstes die Steinhardt Ocean 39 in der blau-schwarzen Ausführung. Zu der Uhr gibt es noch dazu, ich muss mich ein kleines bisschen umsortieren, damit man auch was sieht. Ihr habt gesehen, das Jubilee-Band ist aktuell an der Uhr montiert. Dazu gibt es noch, ich halte das mal so in die Kamera, das Oysterband sowie ein auf 17 cm gekürztes Kautschukband mit der entsprechenden Schließe, Federstege, rausgenommene Glieder, alles dabei. Mit ausgefüllter Garantiekarte von Steinhardt. Die Uhr ist aus Juno 2021 und ich möchte für das Gesamtpaket Uhr mit 3 Bändern 650 Euro haben. Ich habe die Uhr selten getragen. Der Preis ist kein Schnäppchen, aber mit den 3 Bändern zusammen ist er, glaube ich, wirklich absolut fair. Das ist die erste Uhr, die ich verkaufen möchte. Die zweite Uhr, die ich verkaufen möchte, ist meine Sinn 903 ST. Das ist noch das alte Modell mit dem 7750 Kaliber, eine Sinn-signierte Dornschließe, ein Morellato-Lederband, in einem guten, gebrauchten Zustand
nicht neu, dafür habe ich sie zu oft getragen. Die Uhr ist von Dezember 2013, kostet mit dem neuen Werk aktuell über 3000 Euro. Revision ist keine gemacht, sie läuft aber völlig unauffällig. Ich möchte für diese Uhr 1900 Euro haben. Die dritte Uhr, die ich verkaufen möchte, ist die Sinn 104 in der anthrazitgrauen Ausführung. Es ist die Referenz 104 STSAIA. Die Uhr ist von Januar 2019. Ich habe sie selber gebraucht erworben. Insofern habe ich keine Rechnung, aber ich habe natürlich die Sinn-Garantiekarte sowie das Heft und die Box. Verbaut ist ein sehr, sehr schön passendes hellbraunes Band von Crown and Anchor, Crown and Buckle. Das Band heißt Anchorage, Crown and Buckle. Es ist keine Original-Sinn-Schließe dabei, weil Sinn keine Breitdornschließen verbaut. Das Band aber Breitdornschließen Löcher hat. Aber ich fand, das war ein hervorragendes Paket und passt so hervorragend. Die Sinn 104 kostet nach meinem Kenntnisstand aktuell etwas über 1200 Euro. Ich möchte für die 104 haben 800 Euro. Die dritte Uhr, die ich verkaufe, ist die Stova Icarus. Die Stova Icarus kommt mit zwei Schließen. Einmal hier die Schließe 18 mm. Ich habe auch eine 20 mm Dornschließe im gleichen Stil, sodass auch gleichlaufende Bänder genommen werden können. Ich habe auch diese Uhr gebraucht gekauft. Der Erstkauf der Uhr war 2017 im November. Nach meinem Kenntnisstand kostet diese Uhr ohne das aufwendigere Werk und ohne die gebläuten Zeiger mit den schwarzen Zeigern, wie ich sie hier habe, aktuell 740 Euro. Ich möchte für diese Uhr 450 Euro haben. Es ist ein Shell Cordovan-Band verbaut, also ein etwas teureres Band, und es gibt zwei Schließen dazu. Das ist die dritte Uhr, die ich abgeben möchte. Die vierte Uhr ist es sogar schon. Das ist die vierte Uhr, die ich abgeben möchte. Die fünfte Uhr, die ich abgeben möchte, ist eine Laco Sport Atlantic mit dem Skorpion auf der Rückseite. Diese Uhr ist von Laco umgebaut worden. Sie hat die etwas helleren Zeiger bekommen, den etwas helleren Minutenzeiger, wodurch die Uhr auch bei schlechten Lichtverhältnissen wesentlich besser ablesbar ist als das ursprüngliche erste Modell. Das ist hier, das entspricht der aktuellen Produktlinie von Laco mit dem helleren Minutenzeiger. Bei der Uhr gibt es zum einen das wunderschöne Kautschuk-NATO von oder Silikon-NATO von Laco sowie auch ein Stahlband. Aber wo habe ich das denn? Ach klar, hier drunter. Ja, es kommt also noch das Stahlband dazu. Auf meine Länge gekürzt, entnommene Glieder, Federstege, alles dabei. Diese Uhr kostet mit nur einem Band aktuell 980 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass mich mal kurz blättern. Ja, 980 Euro. Ich möchte für die Uhr mit zwei Bändern 800 Euro haben. Erstkauf war im Januar 2020. Ich habe sie 2020 im November gekauft. Dabei sind die Box, das Garantiezertifikat, die Beschreibung, alles, was dabei ist, außer der Rechnung, die übrigens auch bei der 104 und bei der Stova nicht dabei ist. Meine Frau wollte sich sehr gerne anschließen.
und möchte ihre Dugena verkaufen. Eine wunderschöne Uhr. Es handelt sich um die Dugena Premium. Der aktuelle Neupreis liegt bei 279 oder 99 Euro am Milanese-Band. Es ist eine Quarzuhr. Ich würde sie mit 100 Euro ansetzen, einschließlich des Milanese-Bandes. Allerdings ist die Batterie leer, sodass ein Batteriewechsel notwendig ist. Ich setze diese Uhr auf 85 Euro an. Mit dabei ist selbstverständlich die Box und die von Dugena zur Verfügung gestellten Unterlagen. Und das waren in diesem Fall nur eine kleine Karte. Ja, ich habe lang mit mir gerungen, es fällt mir nicht sehr leicht. Das sind die Uhren, die ich verkaufen möchte. Wie gesagt, das Geld geht ohne Abzug 1:1 an die Aktion Deutschland hilft. Sobald ich die Uhren verkauft habe, werde ich das Geld spenden und in einem separaten Video auch die Spendenquittung zeigen, damit das nachvollziehbar ist. Bei Interesse guckt bitte in die Videobeschreibung, schreibt mich an und wir werden uns ganz bestimmt über den Versand einig. Vielen Dank und greift gerne zu, bevor es ein anderer tut. Bis dahin, tschüss, euer Axel.